Dennis, erstmal vielen Dank, dass du hier bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist jetzt gerade vom Training gekommen. Wir sehen schon das Logo auf deiner neuen Trainingsjacke. Sind wir hier in deiner alten Wirkungsstätte, ne? 12, 14 Monate hast du hier gespielt. Ja. Stehen hier im Mittelkreis jetzt die neue Herausforderung in Blau-Weiß. Wie bist du denn eigentlich damals zum SV09 gekommen, vor gut einem Jahr? Das war so, es war Probetraining und da hatte mich der Eigentrainer von Bergklapper, der hat dann angefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, da hinzukommen. War ich beim Probetraining, habe ich gut 20 Minuten mittrainiert und da war es schon für den Trainer klar, okay, da verpflichtet werden. Dann haben wir es zusammengesetzt, schnell übereingekommen. Ja, schon an einem Tag Unterschrift unterm Vertrag. Mit dem war ich dann hier, ne? Auch mit einem Lächeln im Gesicht. Das hast du letzte Saison 33 Spieltage gespielt, also fast die komplette Saison. 7 Treffer. Ja. Ganz ordentlich für einen Innenverteidiger, oder? Ja, ganz ordentlich. Obwohl ich mir vorgenommen hatte, zweifach zu treffen, also das heißt 10 oder mehr, ist leider nicht geglückt, aber vielleicht bei Schalke jetzt, wer weiß. Der Saisonstart damals, der war recht gut. Da waren die Leute schon den Verein in den Himmel am Loben. Dann habt ihr ein bisschen nachgelassen, habt euch am Ende dann aber doch wieder rangekämpft. Wie hast du denn die Saison damals erlebt oder die letzte Saison? Es war durchweg eigentlich eine gute Saison von uns, auch wenn wir mal die Schwächephase hatten. Ich glaube, wir haben 4 Spiele nicht gewonnen. Aber es gehört zu einer jungen Mannschaft dazu. Da hat keiner an den Trainer gezweifelt, keiner hat an der Mannschaft gezweifelt. Von daher, mir war schon von Anfang an klar, es ging eigentlich nur um den Aufstieg. Weil wer will schon gerne um nichts spielen? Und somit haben wir uns auch das Ziel vorausgesetzt, wir wollen aufsteigen. Ist uns geglückt und heute spielen die Jungs ja Regionalliga. Ja, du bist ja vor kurzem auch noch. Krönender Abschluss war natürlich dann die Relegationsspiele gegen Wattenscheid. Ja. Also dass ihr da noch den 9. Platz gemacht habt, seid in die Relegation mit reingerutscht und dann gegen so einen Verein wie Wattenscheid 09. Habt ihr als Mannschaft oder du jemals Zweifel gehabt, dass das schief gehen könnte? Ja. Ich habe es, glaube ich, in den ersten 25 Minuten habe ich gedacht, ach so scheiße, auch wenn man es jetzt nicht sagt, sorry, aber was ist denn hier los? Jeder hatte irgendwie Angst, die 5000 Zuschauer, die haben ja ordentlich Stimmung gemacht. Dann liegst du nach 25, 30 Minuten 3-0 zurück und dann saß du in der Kabine, war Totengräberstimmung in der Kabine und dann haben halt die Führungsspieler was gesagt und der Trainer meinte dann nur, Dennis, du gehst in den Sturm und ist dann wieder rausgegangen und ja. Scheint ja ganz gut funktioniert zu haben. Ja, im Hinspiel bist du zum Buhmann der Wattenscheider-Fans geworden. Im Rückspiel dann die Platzwunde am Kopf. Erinnerungen an Dieter Hoeneß. Die Fans gegen dich, 3-0 hinten, du hast es gerade schon gesagt. Der Stürmer schickt dich in den Sturm, statt dich auszuwechseln, weil hinten hättest du ja nicht mehr so viel machen können bei hohlen Bällen. Wie hast du als Spieler danach der Halbzeit erlebt, dass du sagst 3-0 hinten und jetzt stehst du auf einmal da vorne und sitzt nicht auf der Bank? Ja, ich habe eigentlich vorne gar nicht so viel gemacht. Nur die Wattenscheider Innenverteidiger, die hatten wahrscheinlich, weiß ich, so Angst vor mir mit meinem Torban, dass sie den Rashid vergessen haben, dass sie den Lukas vergessen haben. Und dadurch sind dann die Tore passiert. Aber im Großen und Ganzen, das werde ich natürlich nie in meinem Leben niemals vergessen, dass ich da mit der Platzwunde noch 90 Minuten über den Platz laufe. Dass er vor sie hier in dem Stadion den Elfmeter in der 97. hält. Da sind schon Sachen passiert, das kann man nicht besser schreiben. Das ist Fußball, das gehört dazu und deswegen spielen wir es ja auch. Jetzt hast du in der Saison jetzt, Transferfenster endet ja am 31.08. 5 Spiele für 09 gemacht, schon wieder einen Treffer erzielt. Ja. Und jetzt der Wechsel zu Schalke. Wann hast du dem Verein denn das überhaupt mitgeteilt, dass du wechseln wirst? Also vor dem Sommer war ja klar, okay, bleibe ich, gehe ich. Ich hatte ein paar Angebote. War mir nicht alles so geheuer, die Angebote. Und da habe ich lieber gesagt, dann bleibe ich hier in Bergisch-Gladbach, da will ich Gas geben. Aber als dann Schalke auf mich zukam, kann man nicht Nein sagen. Auch wenn hier meine ganzen Freunde spielen, kann man nicht Nein sagen. Und jetzt habe ich ja vorgestern hatte ich dann mit den Profis zum Beispiel zusammengespielt. Das habe ich vor einer Woche auch noch gar nicht gedacht, dass ich mit denen mal zusammen kicke gegen eine VDV-Auswahl. Das sind halt so Sachen, das schreibt der Fußball. Ich bin jetzt glücklich, dass so passiert ist. Und hoffentlich geht es weiter so. Ja, jetzige Trainer Didi Schacht oder ehemalige Trainer, muss ich ja jetzt schon sagen, ist ja nun wirklich ein Unikat. Er hält sehr viel von dir, das hat man mitbekommen in der Saison. Also er hat wenig gemeckert vom Spielfeld ran, war sehr zufrieden mit deiner Leistung und ich glaube auch in der Relegation, dass er dich da nicht auswechselt, sondern dich
noch hochhebt und in den Sturm stellt, zeigt doch, wie er zu dir steht. Wie ist denn deine Beziehung zu ihm? Ja, das ist halt schon klar, auf dem Trainingsplatz ist es mein Trainer, aber ich habe ja auch mit dem die Fußballschule durchgezogen, die er auch macht. Der hat ja so eine mobile Fußballschule. Da sitzen wir morgens beim Frühstück, da lachen wir, da erzählen wir Quatsch. Das ist halt auch dann schon so eine Bezugsperson geworden, Vertrauensperson. Ich habe ihm auch ganz offen ehrlich gesagt, wie meine Lage ist mit Schalke. Er hat es verstanden. Klar, als Trainer ist es natürlich ein bisschen traurig, aber als Mensch hat er völlig Respekt vor mir und hat auch gesagt, Dennis, du musst das durchziehen. So ist es passiert und ich würde auch sagen, die ganze Saison hat er mich unterstützt. Er hat immer, klar, auch mal kritisiert, das gehört dazu, aber ansonsten ist es bisher nur positiv. Ja, Positives und Negatives. Gab es denn auch Spieler, die irgendwas Negatives gesagt haben oder war es durchweg positiv oder gab es auch irgendwelche Ratschläge? Gino Windmüller hat ja nun auch bei Fortuna Düsseldorf gespielt, hat da so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen werfen können. Was gab es da so an Ratschlägen, an Kritik? Ja, eigentlich an Ratschlägen so groß gar nichts. Ich hatte mit ein paar Leuten darüber gesprochen, wie sie das sehen, ob ich wechseln soll, ob ich bleiben soll. Und da von allen kam, Dennis, das musst du machen. Und ich habe es gemacht. Ich habe mit Gino geredet, das ist natürlich auch eine völlig andere Welt, Fortuna Düsseldorf und Schalke 04. Das ist schon, bei Schalke wird halt schon mehr auf Leistung orientiert und bei Düsseldorf, die sind ja nicht so gut gestartet und auch letztes Jahr nicht so gut gestartet. Aber es sind auch schon wichtige Tipps, die ich da bekommen habe. Und ansonsten, ob einer negativ was gesagt hat, kann ich ja eigentlich gar nicht sagen. Wenn, dann ist es nicht bis zu mir durchgedrungen, aber die meisten stehen voll hinter mir. Aber sei denn, wenn ich jetzt gegen die Jungs spiele im November, da ist natürlich 90 Minuten keine Freundschaft, sondern halt Gas geben. Ja, die beiden Spiele stehen ja noch an gegen Schalke 02. Schalke 2 haben die 09er noch nicht gespielt. Genau. Wird sicherlich eine tolle Geschichte. In der Presse gibt es noch nicht so viel von dir, aber ich habe gelesen, irgendwo zwischen den Zeilen, es gab wohl auch ein Angebot aus der Türkei. Ist da irgendwas dran? Ja, es gab zwei Angebote aus der Türkei, aus der ersten Liga. Einmal Karabükspor, da ist der Michael Skibbe Trainer. Und einmal Antalyaspor, die sind auch in der ersten Liga. Da fließt natürlich Sachen zur Presse durch. Sollte normalerweise das gar nicht passieren. Aber das sind ja die Angebote, wo ich gerade eben gesagt habe, dass sie mir nicht geheuer waren. Und dann bleibe ich lieber hier in Deutschland und suche hier meine Chance, anstatt jetzt irgendwie in die Türkei zu wechseln. Von daher bin ich jetzt hier. Ich glaube, du hast ja bis dahin noch alles richtig gemacht. Mit 21 der Sprung jetzt ins Profigeschäft. Wird das ein Traum wahr? Ja, ich habe schon öfters geträumt, mal für eine Bundesliga-Mannschaft zu spielen. Dass jetzt Schalke geworden ist, ja, kann man nicht ändern. Auch wenn ich früher Dortmund-Fan war, aber das ist jetzt eine andere Sache. Da wird man auch ein bisschen geimpft, wenn man bei Schalke spielt. Ja, ansonsten ist das schon, ja, ein kleiner Traum ist schon wahr geworden. Aber der größte Traum wäre es schon, wenn ich mein erstes Bundesligaspiel machen würde. Jetzt bist du ja Innenverteidiger. Hat mich gerade so ein bisschen vertan. Ich dachte, du wärst ein bisschen kleiner, aber mit 1,89, 1,90 hast du ja doch dieses Gardemaß, das man von einem Innenverteidiger heute verlangt. Sehr robuster Spieler. Ist das deine Traumposition oder wärst du doch lieber ein bisschen weiter vorne? Nee, also Innenverteidiger ist schon meine Traumposition. Wenn es jetzt vielleicht mal, wenn es mal 1-0 für den Gegner steht, da habe ich auch immer früher den Trainer angeguckt und dann hat der Trainer das Handzeichen gegeben, Dennis, komm, geh nach vorne. Das mache ich halt ganz gerne. Ansonsten, wisst ihr ja alle, bei Freistoß oder bei Ecken bin ich mit vorne, aber so ist Innenverteidiger. Da kann ich das Spiel lesen, da habe ich meine Leute vor mir, kann die dirigieren. Und das sollte auch schon so bleiben, auch jetzt bei Schalke. Jetzt der Wechsel ist ja noch ganz frisch. Wie sieht denn im Moment überhaupt dein Alltag aus? Was hat sich da geändert? Stressig. Ist ganz stressig, ja. Ich stehe morgens um 7 auf, setze mich dann ins Auto, fahre dann auf Schalke, gehe da trainieren. Ja, wenn ich zweimal am Tag Training habe, bleibe ich natürlich da, da esse ich dann da was. Und habe dann nachher um 14 Uhr nochmal Training. Seit ich habe nur um 10 Uhr Training, dann beeile ich mich natürlich, dass ich nicht im Stau stehe und fahre dann nochmal hier runter. Aber da sitzt man schon 3 Stunden für Hin- und Zurückfahrt, sitzt man schon im Auto. Ist nicht so ganz einfach. Ich muss abends früh schlafen gehen. Da bleibt nicht mehr so viel Zeit für die Freunde. Nicht mehr viel Zeit für die Freunde. Aber ich denke mal, nächste Woche hat sich das alles so ein bisschen gelegt. Und dann kann man wieder mehr Gas geben. Irgendwann wird alles Routine und auch ein bisschen Bodensuppe, dann gewöhnt man sich an diese ganzen neuen Eindrücke. Genau. Den ersten Sprung, den hast du jetzt geschafft, einen kleinen Traum erfüllt. Hast du dir schon neue Ziele gesteckt oder stehst du im Moment noch so ein bisschen zwischen den Seilen, dass du sagst, oh, ich muss mich erstmal orientieren? Also ein kleineres Ziel ist sicherlich, Stammspieler zu werden in der U-Mannschaft.
ist, denke ich mal, schwierig, weil es wurden 5 Spieltage absolviert. Sie haben 4-mal gewonnen. Innenverteidigung steht da. Nichtsdestotrotz gebe ich im Training alles und ich bin davon überzeugt, dass ich das in den nächsten 1-2 Spielen machen werde, dass ich da Stammspieler sein werde. Und wenn es so sein wird, dann ist mein nächstes Ziel im Winter mit den Profis ins Trainingslager zu fliegen. Ab in die Sonne. Ab ins harte Trainingslager. Jetzt rückblickend nochmal auf das letzte Jahr. Es war jetzt nicht so ganz so lange, 12, 14 Monate ist jetzt nicht so viel. Aber gibt es besondere Menschen oder Erlebnisse oder ein bisschen was aus der Stadt, was so hängen bleibt oder im Moment noch in deinem Kopf ist? Besondere Momente. Ja, es war der erste Tag, als wir den Trainer vorgestellt bekommen haben oder er sich selber vorgestellt hat. Ich weiß noch ganz genau, die Ansprache im Clubheim, das bleibt halt natürlich hängen. Dann natürlich das Trainingslager in der Türkei. Da sind wir zusammengewachsen, das war heute der Grundstein für den Aufstieg. Daher die ganzen anderen Sachen. Und es gibt so viele Sachen, die ich hier erlebt habe, auch wenn es eine kurze Zeit war. Weil ich mir nur wünschen würde für die Stadt und auch für die Jungs hier, dass mehr Zuschauer wieder ins Stadion kommen, weil die Jungs haben sich das echt verdient. Was wir manchmal abhalten, für Spiele gespielt haben, gegen Lotte, was hier für ein Spiel war, das ist einfach, da wünschen sich manche nur den FC, dass der FC so spielen würde. Und ich glaube einfach, die Jungs haben sich mal so einen Zuschauerschnitt von 1000, 1200 Leute haben sich echt verdient. Dann sollten die Leute sich mal in die eigene Nase packen und nicht zum FC gehen, sondern echt mal hier für die Haustür. Die haben hier Bergisch Gladbach mit einem schönen Stadion, mit den Jungs, die sind alle jung, die geben alles. Und deshalb, das ist die einzige Sache, die ich ein bisschen bemängel hier in Bergisch Gladbach. Ansonsten ja, habe ich mich ein Jahr echt wie gefühlt wie im Urlaub. Also auch beim Training war alles super. Stadt kann Kritik vertragen, das ist konstruktiv, das ist immer gut. Ja. Mit 21 bist du jetzt noch nicht so alt. Der Sprung ist gut geschafft. Es gibt sicherlich Talente, die jünger sind. Aber was würdest du denn jetzt, vielleicht sieht es ein ganz junger Spieler oder ganz junge Sportler, gucken sich jetzt das Interview an. Was würdest du denen denn raten, wenn die gerade Fußball spielen und denken so, Mensch, ich möchte auch wie der Dennis den Sprung schaffen im Profikader. Was muss man mitbringen, was muss man tun? Ehrgeiz ist ganz, ganz wichtig. Und man sollte immer hart trainieren. Also es gab keinen Tag, wo ich mir jetzt irgendwie zu Hause Chips reingepfiffen habe oder sonst irgendwas, sondern man sollte immer sich vielleicht auch ein Vorbild nehmen und dann echt dafür hart arbeiten. Also ich war auch bei uns in Balkhausen, das ist auch so ein kleines Dorf, da war ich morgens, bin ich runtergegangen auf den Bolzplatz, habe ich immer aufs Tor gehämmert, bin laufen gegangen. Das sind halt so die Sachen, die man machen kann. Aber ja, die Chance oder das Glück, das muss man sich hart arbeiten. Und ich hatte jetzt ein kleines Stück weit Glück. Und ja, hoffentlich geht's weiter so. Ja, dann bleibt mir oder uns bleibt eigentlich nur zu sagen, dass wir weiterhin viel Glück wünschen, dass du vor allem gesund bleibst, dass du ohne Verletzungen auskommst, danke, dass wir dich bald in der Sportschau sehen, dass vielleicht auch mal ein Tor des Monats drin ist. Und überhaupt mal ins Fernsehen zu kommen, ist ja auch sicherlich eine tolle Sache für einen Spieler. Und eine Sache muss ich noch nachreichen, und zwar, das ist das Relegationsspiel. Das hast du vielleicht auch schon im Internet gesehen. Das habe ich natürlich für dich auch noch auf DVD gebrannt mit der Rathausaktion nachher, mit dem Eintrag ins Goldene Buch. Dass, wenn du mal im Champions-League-Finale bist und kannst nicht schlafen, guckst dir vielleicht mal so ein altes Ding an, wirst ein bisschen wehmütig, schläfst darüber ein und am nächsten Tag knallst den Gegner weg. Werde ich machen, super. Dankeschön. Danke, Dennis. Danke.